sich für heute angemeldet. Für eine Kranialnervenuntersuchung. Ist es richtig? Okay. Und gibt es einen besonderen Grund dafür? Okay, ein Unfall mit Kopfverletzung. Vor 2 Monaten, okay. Und Sie haben immer noch den Verdacht, dass da nicht alles in Ordnung ist. Immer noch. Ja, das können wir gerne untersuchen. Genau, ja, da machen wir eine Hirnnervenuntersuchung. Beziehungsweise ich teste Ihre Hirnnerven. Ein paar von denen auf jeden Fall. Wie geht es Ihnen heute? Okay, ja, leichte Kopfschmerzen. Ist es immer so, oder? Alles klar, gut. Dann kein Grund zur Beunruhigung. Gut, dann als allererstes werde ich Ihren Sehnerv untersuchen, den Nervus opticus. Dazu werde ich Sie etwas vorlesen lassen. Dabei werde ich jeweils ein Auge bei Ihnen zuhalten und Sie müssen dann mit dem linken oder mit dem rechten Auge dann jeweils vorlesen. Okay, gut. Dann zunächst einmal das linke Auge. So. Und bitte einmal vorlesen. Okay, sehr, sehr gut. Dann einmal das rechte Auge. Und wieder vorlesen. Sehr schön. Und Sie haben nicht auf einem Auge verschwommen gesehen, oder? Es ist Ihnen nicht schwer gefallen. Bei beiden Augen gleich gut. Okay, sehr schön. Dann werde ich mir das kurz notieren. Okay, super. Dann werden wir jetzt mal schauen, ob Ihr Blickfeld normal ist. Was ich jetzt machen werde, ist jeweils meine Finger in Ihr Sichtfeld bringen und bewegen. Und Sie sagen mir, wenn Sie den Finger sehen, beziehungsweise wenn er wieder verschwindet. Okay. Und links und rechts jeweils unterscheiden auch. Alles klar. Also jetzt erstmal sagen, wenn Sie den Finger sehen können. Jetzt, wenn Sie die Finger nicht mehr sehen, bitte. Dabei auf meine Nasenspitze schauen, bitte.
bis jetzt ist alles normal. So, als nächstes werden wir Ihren Augenbewegungsnerv mal testen. Und zwar ist er zuständig für die Augenmuskulatur. Und jetzt würde ich Sie bitten, diesem Stift hier einfach mal zu folgen, aber nur mit den Augen. Das heißt, Sie halten den Kopf ganz gerade, schauen mich an. So, genau. Und jetzt bitte nur dem Stift folgen, mit den Augen. Jetzt alles in Ordnung, ja. Keine Sorge. Als nächstes werden wir den Trigeminusnerv testen. Und der ist für die Sensibilität des Gesichts zuständig. Das heißt, ich werde Ihr Gesicht jetzt mit dieser Watte berühren, ganz, ganz sanft. Und Sie werden mir sagen, sobald Sie etwas spüren im Gesicht. Okay. Das genauso wie auf der anderen Seite fühlen sich beide Seiten gleich an. Ihr auch. Okay. Okay, super. Jetzt noch die Ohren. Ganz fest zusammenbeißen. Okay. Beide Seiten gleich. Gut. Okay, wieder loslassen. Sehr schön. Und den Kiefer hin und her bewegen, bitte. Okay. Fühlt sich alles gut an? Als nächstes werden wir den hören.
Sie mir, auf welcher Seite Sie gerade etwas hören. Jetzt werden wir den Facialis-Nerv kontrollieren. Der ist für die Gesichtsmuskeln zuständig. Und dazu würde ich Sie bitten, Ihre Wangen aufzupusten. Sind eigentlich jetzt weg. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, okay? Vielen Dank. Wie geht's Ihren Kopfschmerzen? Ist besser geworden? Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und falls noch irgendwas sein sollte,